So, wir wollen mal gucken, was macht denn eigentlich Delights to Go? Ist das noch da? Haben die das schon abgestellt? Weil ich fand das ja eine sehr schöne Einrichtung. Mal auf Reisen, immer vorwärts. Ist also wirklich eine interessante, schöne, tolle Idee. Für jemanden, der es eilig hat und sagt, ich habe keine Zeit für die Lounge, springe ich mal schnell hinein und hole mir was für in den Flieger. Ein kleines Menü. So, wir gucken mal, wie es aussieht. Moment mal, ich bin in Arbeit. Können Sie? Natürlich. Soll ich das auflegen? Ja, bitte. Ich lege das mal gesanft hier drauf. Kriege ein grünes Zeichen. Ja, dürfen Sie rein. Ja. Und ich darf hinein, der Horn darf hinein. Ja. Guck mal, Delights. Nein, oh, Sie, wenn Sie das möchten, natürlich. Nein, bitte nicht. Obwohl es wäre es wert, ne? Ja, Entschuldigung. So, willkommen im Delights to go Bereich. Schauen wir mal. Guck mal, es wird erstmal sauber gemacht, wieder ist auch wieder toll. Das ist doch auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass hier also auch getestet und geprüft wird. Das finde ich großartig. Dass man also sagt, wir wollen ja wissen, wie es geht. Und ich kann sagen, alles großartig. So, wir haben wieder eine Auswahl heute. Guck mal, heute gibt es wieder Local. Also Local bleibt ja weiterhin favorite. Der Horn mag auf jeden Fall Local. Leider steht immer nie dabei, Local, ob auch Local wirklich Local ist. Jetzt sind hier drei Mitarbeiter. Ist denn Local, mal eine Frage zwischendurch, Local heißt das lokale Produkte oder ist das nur so eine Art von Bezeichnung? Das ist jetzt zum Beispiel auch durch das, dass das Local hier eine Leberkässemmel ist. Genau. Ist das auch durch den bayerischen Touch halt auch. Wir haben auch wie zum Beispiel die Schweinebraten-Wraps oder sowas. Genau, auch. Das habe ich schon probiert, sehr lecker. Und Brezel mit Sauerrahmgeschmack. Auch Wurstsalat. Ist ja auch genau, bayerisch, das gell? Passt auch, ja. Und Apfel, kommt zum Beispiel so ein Apfel, das habe ich letztens nämlich gefragt, das hat mich auch einer hier drin gefragt, kommt der zum Beispiel dann aus Bayern? Das muss ich nachschauen. Guck, das wäre das nämlich dann die, diese, als ja. wenn ich schlecht, ne? Wenn der zum Beispiel auch vom Bodensee käme oder so. Normal schon. Aber wir haben auch, also die ganzen Produkte, also alle Sandwiches werden zum Beispiel jetzt in Landshut von einer Firma gemacht. Hallo. Da wird auch das Brot selber gebacken und auch die Sandwiches dann von der Firma in der nächsten Produktion. Regional vor Ort gebacken, genau, ja. Das ist ein Wow. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Mich hat es begeistert. Es hat am Anfang kleine Schwierigkeiten gehabt, die wurden aber blub, innerhalb von 4 Wochen beseitigt. Und die Qualität, die rauskommt, wir gucken mal, ich habe jetzt gedrückt, ist wirklich toll. Die Qualität ist super und die Produkte, also die auch geschmacklich, ich sag mal, manche Sachen sind Geschmackssache. Gefällt mir. Aber allein von der Qualität her sind die wirklich sehr gut. Und es ist ein Wow, ist schon da. Also es war unter einer Minute. Wissen Sie, wie lange es dauert? Bis es da ist? Das ist unterschiedlich. Normal dauert es so 45 Sekunden. Kann das aber auch funktionieren. Wenn jetzt zum Beispiel wir auf neu befüllen, also beim Wechsel. Ja. Der erste Kunde muss dann ein bisschen länger dauern, weil der Automat dann nochmal alles scannt. Okay. Und dann dauert es eventuell ein bisschen länger. Ja. Aber ansonsten geht es recht fix. Also ihr macht hier einen Top-Job. Ich sehe gerade, Danke. Heute wird auch geprüft. Sie haben also auch in dem Sinne die, also für sich die Wichtigkeit erkannt, dass man nicht nur einen Automat hinstellt, nee, das wird jeden Tag. Sondern dass man auch den Automat mal selbst prüft. Das finde ich toll. Also das flasht mich sowas. Ich finde das wirklich großartig. Und dann auch den Kaffee mal probieren, ob er auch schmeckt und ob der heiß ist und ob da nicht eine, wie sagt man, lauwarme Brühe rauskommt. Genau, ja. Ich würde euch ja gerne dieses Smile zeigen, aber das geht leider nicht. Ich muss mal gucken, wir schauen uns das alles gerade frisch gereinigt. Und das macht die Unterschiede aus. Ich meine, wir wollen in Qualität was haben, also brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter, die das alles prüfen, checken und dann auch noch sagen, jetzt kann der Kunde, der High-Price-Kunde von Lufthansa, kann hier reinkommen und kann sich wohlfühlen. Das heißt, wir reden ja hier über Vielflieger, die also viel fliegen und schon viel erlebt haben. Ich sage vielen herzlichen Dank, machen Sie weiter so. Also mein Go haben Sie hier bei der Geschichte auf jeden Fall, macht große Laune. Ist es wieder ein LSG-Produkt? Das ist von der Lufthansa, aber LSG zusammen, so eine Gemeinschaftsproduktion. Genau. Also die, von der kulinarischen Seite wird alles von der LSG-Seite. Wie sagt der Runi immer, what else? Ne? What else? So, hat Spaß gemacht. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better rock, bitch. You wanna Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better.
Der Horn ist mal wieder im Senator-Café. Also ich muss sagen, hier bin ich einfach sehr, sehr gerne. Weil hier kriege ich einen wundervollen Espresso, ein freundliches Lächeln. Und ich habe gesehen, es gibt also auch neue Neuhaus-Pralinen. Also die haben auch wieder aufgestockt. Und es gibt dieses wundervolle Toasty. Das ist wie in Italien, wie Bella Roma. Ne? In diesem Sinne, ich kann nur jedem empfehlen, hierher zu gehen. Es ist für mich immer ein Träumchen. Vielen Dank. Es gibt noch eine kleine Vorspeise und es gibt einen Burger wieder in der First Class Lounge. Habe ich mir bestellt. Ich bin gespannt, ob der genauso lecker ist und genauso fantastisch ist wie letztes Mal. Da war der schon großartig. Ist das schön. Ich bin eben mal rumgegangen. Ich war ja im Senator-Café. Ich war auch in der Senator-Lounge. Und es ist wirklich noch von weiterhin perfekter Qualität. Ich habe ein Delights to go mitgenommen. Das wollen wir an Bord probieren. Also immer mal wieder zwischendurch probieren, ob es funktioniert. Macht große Freude. Und ja, jetzt bin ich wirklich hungrig. Guten Appetit! Trüffelcreme. Bisschen Ketchup dazu ist sehr angenehm, weil die Pommes ja auch schon Trüffel haben. Dann diesen feinen kleinen Angus-Burger. Ich habe hier einen französischen Rotwein. Also, was First Class, das ist ein Zirkel, das ist ein Wow. Mal so als kleiner Nachmittagssnack. Auch schon ein Ding. Macht große Freude. Ich muss jetzt aber genießen und die Bilder nochmal. Müssen die anderen dann mithalten. Das ist die Schwierigkeit. Ganz genau. So, meine Lieben, der Hon ist unterwegs jetzt nach Frankfurt. Es geht in unsere super Hon-Base. Ein kleines Träumchen hier, direkt ins nächste Träumchen dort und dann in unseren First-Class-Flight nach Singapur. Mit großer Freude, mit großem Genuss. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn das Pünktchen da hinten flackert, dann geht's los. Nicht wie beim letzten Mal, ne? Wir wissen. Auf geht's. Es gab noch einen ausgezeichneten Espresso. Naja, First Class. In München ist alles immer G20. Tschüss. Adieu. Bis bald. Was haben wir? G23 bis 84, also diese Richtung. Ist ja nicht so weit, steht 2 Minuten. Sollte entspannt möglich sein. So, wir legen einfach auf und dann sind wir schon drin. Hallo. Danke. Grünes Zeichen. Danke. Gutes Zeichen. Das ist ein grünes Zeichen, ein gutes Zeichen. Das bedeutet, wir sind drin. Gott, wenn ich daran denke, Boris Becker damals, ne? Ich bin drin, hat er gesagt. Keine Werbung. War einfach auf den Punkt. Das war kurz, prägnant und auf den Punkt. So, guck mal, haben wir heute sogar 2 Einsteigemöglichkeiten. Für Business Class und Economy Class, das gibt es in München, das ist toll. Also das ist schon nicht schlecht, da sind wir vorne, das ist also schon ein etwas größerer Flieger. Guck mal, es laufen da drüben welche und hier laufen wir. Oh, das ist aber schön.
Da sind wir wieder exklusiv dabei. Und was sagt der Hon, wenn er an Bord ist? Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Der Hon ist an Bord. Es kann losgehen. Und was soll ich sagen? Der beste Mann hier. Habe ich gerade gesagt? Der beste ich guck Mann mal. Hier. Ich guck mal. In 5 Minuten habe ich Feierabend. In 5 Minuten hat er Feierabend. Wie geht's dir stets? Alles gut, bei Ihnen auch? Das ist ein Träumchen. Ich meine, freut mich. Jetzt ich bin in der Business. Jetzt gebe ich auch noch ein bisschen dazu, danke, damit alles positiv bleibt. Ja. Jetzt.